Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind beim letzten Mal genau hier stehen geblieben mit unserem Freund Sebastian. Der hat uns nämlich einen neuen Zaubertrick gelehrt. Der heißt nämlich... Moment. Confringo. Genau so heißt das Ding und es ist höchst gefährlich, diesen Zauberspruch zu benutzen. Aber wir werden ihn sowas von benutzen, denn wir können damit Dinge explodieren lassen. Pass mal auf. Das sieht sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und wir dürfen ja in diesem Raum üben. Es ist ein cooler Zauberspruch, den wir jetzt gelernt haben. Wir sollen die Krypta verlassen, wenn wir fertig geübt haben. Das haben wir. Wir gehen raus. Moment, ich gucke nochmal gerade. Wir haben ja noch ein paar Talentpunkte oder einen Talentpunkt mindestens. 3 Stück haben wir. Kann ich meine dunklen Künste verbessern? Kann ich nicht. Habe ich schon. Was haben wir denn noch so? Die, Schleichen 2 von 4. Hier können wir noch was machen. Gegner können dich schlechter entdecken. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Sprinten können dich schlechter entdecken. Könnten wir eigentlich machen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich gucke nochmal gerade bei den Haupttalenten. Da hatten wir auch noch einige. Oha, da ist auch einiges dazugekommen. Was ist das hier? Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich will es mal ausprobieren. Ich glaube, das ist was Gutes, oder? Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Oh, ja, hallo. Den brauchen wir unbedingt. Was ist das? Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Noch eins. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ein neues... Das haben wir noch gar nicht genommen. Hier, das hier. Warum nicht? Warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe schon die 2. Stufe genommen. Okay, was ist das hier? Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Das ist natürlich interessant. Wenn wir die entwaffnen, können wir mit den eigenen Waffen, mit denen danach schmeißen oder was? Oder müssen wir die nicht entwaffnen? Ich probiere es aus. Let's do it. Let's do it. Okay. So, dann würde ich jetzt gerne schauen. Und zwar nach unseren... nein, Moment. Wo sind unsere Zaubersprüche? Ich will das erstmal ausprobieren, was das bedeutet. Haben wir jetzt mehrere davon? Haben wir noch ein Zauberset? Oh ja. Ich verstehe. Okay. Wir können hier ein reines Angriffs-Zauberset machen oder ein defensives Zauberset. Denke ich mal. Gar nicht so schlecht. Oder ein Erkundungszauberset. Was würde denn zum Erkunden cool sein? Hier. Zum Beispiel Lumos. Lumos wäre ganz nett. Was hätten wir dann noch? Den hier, denke ich. Das hier. Die hier brauchen wir nur im Raum der Wünsche. Und zum Angriff brauchen wir eigentlich nicht, oder? Brauchen wir eigentlich Reparo vielleicht? Ich nehme mal Reparo, ich weiß nicht. Können wir vielleicht gebrauchen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Set für Angriffe. Ja, dann bräuchte ich aber eigentlich... Ja, wobei, du kannst natürlich hiermit auch angreifen, ne? Die habe ich hier jetzt auch drin. Ich lasse es mal so. Erstmal. Wir können das ja noch anpassen. Wir können das noch anpassen, aber es ist cool, dass es geht. Wir verlassen die Krypta. Dachte ich. So. Okay. Hallo, Sebastian. Warte. Ominous? Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo, Ominous. Hä? Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum. Die Stimme kenne ich. Du bist neu in der 5. Kommst du gerade aus der Krypta? Nein. Wie bist du da reingekommen? Gar nicht. Was? Der Raum heißt die Krypta? Ah,
Ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Natürlich. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Oh. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Junge, du bist der Erste, mit dem ich Avada Kedavra nutzen werde. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Mhm. Komm, trink! Schade. Wir haben ihn nicht mal verraten. Wir hatten keine andere Möglichkeit. Sag mal, ist er jetzt hier durch? Was soll das denn werden? Was denn? Hä? Wo ist der? Ist er unsichtbar? In Zentrum. Kann ich doch nichts für, dass du unsichtbar bist, Mann. Geh mir aus dem Weg. Nachricht lesen. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ach, Professor. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Na klar, immer. Das, ich habe das Glück gepachtet, Professor. Was wollte ich tun? Moment, was habe ich hier eigentlich ausgerüstet? Unsichtbarkeitstrank habe ich gar nicht mehr. Wir müssen ja den Fokustrank nutzen, ne? War das nicht so? Habe ich den jetzt... Ja, jetzt habe ich den aktiviert. Für Professor Sharp. Für den Auftrag von Professor Sharp. Da haben wir doch was Neues. Die Kartenkammer. Professor Fig ist zurück und ich kann es kaum erwarten, ihm die vielen Seiten und die Kartenkammer zu zeigen, die ich unter der Schule gefunden habe. Das werden wir auf jeden Fall tun. Benötigte Stufe 10, da sind wir weit dran vorbei. Die Dinger hier, die Hausmarken, die machen wir nach und nach. Flüchtige Begegnung ist mir zu krass, das heißt, wir machen erstmal die Kartenkammer, wenn wir nichts anderes haben hier natürlich. Ich guck mal gerade, auf der Weltkarte sollen wir irgendwas haben, da ist ja so ein Ding hier zu sehen. Aber wo ist das? Wobei, bei Hogwarts ist das jetzt auch. Ich wüsste jetzt aber, oh Moment, was ist das? Ach, das ist die flüchtige Begegnung. Mhm. Da ist die Höhle, die Level 30 Höhle. Ja, das ist ein bisschen zu krass. Das werden wir auf jeden Fall noch machen, aber nicht jetzt. So, weißt du was? Wir gehen zu Professor Fig. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen. Oh, gerne. Um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben. Kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Oh, cool. Okay, vielleicht sollten wir uns die Nachrichten erstmal anhören. Das waren wohl alle Nachrichten. Okay. Was haben wir jetzt bekommen? Von Professor Garlic. Beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Haben wir doch schon. Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Eine Alraune? Haben wir sowas? Alraune und Venemosa Tentacula. Ich meine, die haben wir doch. Ist das hier zu sehen? Das dürfte eigentlich hier sein, oder? Was wir hier drin haben. Chinesischer Kaukohl? Nee. Das ist eine Venemosa Tentacula. Und was war das andere? Eine Alraune. Oh, wird freigeschaltet durch den Kauf von Alraunensamen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Müssen wir also noch kaufen? Dann müssen wir ja nochmal nach Hogsmeade. Dann müssen wir wohl nach Hogsmeade. Schade. Verdammt. Okay, ist nicht weiter schlimm. Das möchte ich jetzt nicht machen. Wir machen die Kartenkammer erstmal. Machen wir erstmal den. Wir gehen zu Professor Fig. Und wenn uns der Weg nochmal nach Hogsmeade führen sollte, gehen wir Alraunensamen kaufen.
Das dürfte interessant werden mit Alraune. Ich glaube, das sind die Dinger, die so rumschreien, oder? War das nicht so? Haben wir die nicht mal im Unterricht getestet? Ich meine nämlich schon. So, hier müssen wir durch und dann sind wir auch schon da. Professor Fig. Ja, der wird Augen machen. Der wird Augen machen. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ja, du hast mich auch gerufen, Kollege. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Er bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast... Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Jo, er war vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Yep. Nee, der hat das nicht mehr. Er hat es, okay. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Hm. Das haben wir schon aktiviert. Ja, wir sind ja hier schon beim Kartenraum. Perfekt. So, Professor. Pass mal auf. Und das war die ganze Zeit hier unten. Nein, das habe ich jetzt erst errichtet. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier für Infos erhalten. Das Buch aufs Podest. War das nicht so? Da ist das Podest. Sieht vielversprechend aus. Das sieht krass aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Oh ja. Ja, was noch? Wenn du das nur sehen könntest. Oh, an seine verstorbene Frau. Oh, da ist der gute Professor Rackham. Okay. Das sieht schon krass aus mit der Karte hier auf dem Boden. Oder unter dem Boden sogar. Sieht schon nice aus. Also, was ist jetzt hier? Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Oh yeah. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen.
Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Die Denkarius-Erinnerung aus dem Gringotts-Gewölbe. Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Okay. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit okay. ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Cool. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Okay. Gut, gut, gut. Wollen wir nachsehen? Sehr gerne. Sehr gerne, Professor. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Okay, na dann. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Ich werde mir Mühe geben. Also dieser Turm hier, da sollen wir hin. Hogsmeade ist hier wahrscheinlich. Oder da. Aber nördlicher waren wir nicht. Nee. Da waren wir tatsächlich noch nicht. Deswegen war ich mir auch nicht sicher. Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Oh. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Natürlich. Kommen Sie danach zu mir. Jawohl, Madame. Ogawa. Das machen wir. Was müssen wir denn erledigen, wenn ich fragen darf? Lasse Ballons über den Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Ballons rund um Quidditch-Feld zum Platzen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das könnten wir sogar machen. Trifft sich mit Professor Fig am Turm. Will ich eigentlich noch gar nicht. Ich mache erstmal die Aufgabe hier. Glathius hört sich gut an. Der Erstarrungszauber. Wollen wir das machen? Sollen wir das tun? Okay. Achso, das ist Professor Fig dahin. Okay, ja, ist mir egal. Wir müssen ja nicht hochrennen.
Wir können ja auch Karte von Hogsmeade, nicht Weltkarte. Da ist das Quidditch-Feld. Aber da ist noch kein... Wir können da nicht hinreisen. Ja, ach, wir haben gar keinen solchen Punkt gefunden da. Weil es da keinen gibt. Okay. Ja gut. Dann nicht. Aber in Hogsmeade. War das in Hogsmeade? Ne, Bahnhof von Hogsmeade war das, ne? Da haben wir auch nichts gefunden. Weißt was? Wir reisen mal hier hin. Und fliegen mit unserem Besen geschwind über den Bahnhof. Ja, genau so machen wir das. Ich wünschte, es würde irgendwie schneller gehen, dass wir auf unseren Besen steigen können. Okay, das geht eigentlich noch. Aber trotzdem. Man muss ja erst L1 drücken und dann Kreis und ja. So, das sind die Luftballons. Ich sehe schon, 5 Stück haben wir da. Na komm. Das kriegen wir im First Try hin, oder? Cool. Super. Shit. Wir sind zu schnell. So, wir müssen ja gar nicht schnell sein. Wir können das ja auch so machen. Chili Vanilli. Wo sind die anderen? Muss ich dafür weiterfliegen? Ach, da hinten. Okay. Komm her. Das waren 4. Einen haben wir noch. War der weiter unten? Ja, jetzt bin ich aber echt blind gerade. Ich sehe den 5. Ballon nicht. Ich meine, das ist ein riesen Ballon, den muss man noch sehen können. Und er müsste ja hier in diesem Gebiet sein. Da kommt der Zug. Okay, der ist bestimmt auf der anderen Seite, oder? Auf der anderen Seite vom Bahnhof, kann ich mir vorstellen. Irgendwo hier. Ja, gleich sind wir raus aus dem Gebiet. Ich sehe nicht. Ich bin bestimmt schon 100 Mal dran vorbeigeflogen, oder? Ich sehe es halt nicht. Vielleicht hier drunter? Huch, nicht so schnell. Hier drunter vielleicht? Nein. Wo ist der letzte Ballon, Mann? Über dem Bahnhof von Hogsmeade. Also wenn man der Quest folgt, dann müsste der über dem Bahnhof sein und nicht irgendwie drunter. Ich sehe ihn halt nicht. Ich bin super blind bestimmt gerade, oder? Ihr habt den bestimmt schon 10 Mal gesehen. Wo ist denn der... Was wird denn hier aufgebaut? Alter, wo ist der fucking Ballon? Wie kann man denn die 4 ohne Probleme finden und den 5. aber nicht? Okay, warte. Warte. Wir kamen von hier. Jetzt mal ganz in Ruhe. So, wenn ich jetzt von hier gucke, sehe ich hier einen Ballon. Ich sehe von hier keinen Ballon.
Oder? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oder ist er doch hier? Mann! Ich bin verzweifelt. Ich bin mega verzweifelt gerade, weil ich überhaupt nicht weiß, wo der ist. Der schöne Ballon. Vielleicht ist er hier im Wasser? Das wäre doch eine schöne Route, einen Ballon zu verstecken. Ich mag es ja rumzufliegen, ne? Aber ich muss den Ballon finden. Der ist auf der Minimap aber nicht eingezeichnet, oder? Nee. Nur das Zielgebiet ist eingezeichnet. Wir befinden uns gerade im Zielgebiet. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal auf Suche. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Bis gleich. Oh, Moment, was war das? Da hinten, da ist er. Alter. Ich fass es ja nicht. Komm her, du Kackballon. Wow. Wieso habe ich den nicht gesehen? Okay, wir fliegen zum Quidditch-Feld. Wir fliegen einfach schnell hin und machen das auch noch. Boah, das sieht schon echt krass aus von hier. Muss ich schon sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Grafik ist der Knaller. Es macht so Spaß, mit dem Besen hier rumzufliegen. Na komm. Ich sehe das Feld schon. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch Geheimnisse finden, wenn wir hier mit dem Besen über Hogwarts finden. Aber das ist, da muss man wirklich suchen. Wahrscheinlich. Okay, so, Ballons. 5 Stück. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Da ist der erste. Da hinten ist der zweite. Nummer 3 haben wir hier. So, und jetzt wird es schon knifflig. Okay, da ist 4. Und der 5. ist wo? Oh mein Gott. So, wo ist Nummer 5? Da hinten, okay. Ich dachte schon, okay, den finde ich wieder nicht. Ein bisschen großartig. Das hätten wir. Wir sind Level 20. Wunderschön. So, kehre zu Madame Kogawa zurück. Weißt du was? Das machen wir direkt. Ist ja hier um die Ecke. Das ist ja hier um die Ecke. Bam. Da wären wir schon. Madame Kogawa. Oh. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Sehr gut, denn wir haben es geschafft. Was ist hier? Da ist auf jeden Fall was zum Lesen. Mhm. Und eine Truhe. Ich beklaue sie mal gerade, Madame. 40 Gold sind jetzt mir. Sehr geehrte Madame Kogawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lernkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Dem Lehrkörper. Okay. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Matilda Weasley. Und was haben wir hier? Oha. Liebe Madame Kogawa, ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten. Und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt.
Professor Weasley besteht darauf, dass wir den Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen. Imelda Reyes. Ach, das ist die, die so ihre Nase ganz weit oben hat. Oh, Schlossstufe 2. Okay, schade. Die wir auf dem Quidditch-Feld kennengelernt haben. So, Madame. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Ja, vielleicht. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Okay, cool. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Das werde ich.